Moin, es ist Freitag, der 26.11. und es soll wieder losgehen. Doch erstmal recyceln wir, dann geht's noch zum Einkaufen und zum Tanken. Bei der Raststätte Kemptal im Kanton Zürich gibt's dann noch erstmal kostenlos Trinkwasser dazu. Und irgendwo im Kanton Thurgau heißt es dann, gute Nacht. Doch ich weiß, es wird schon gehen, solange die Welt sich weiter dreht, denn wir sind frei. Und können alles sein. Ja, ich weiß, nicht mehr lang, dann fängt das Beste gerade erst an. Denn wir sind frei und können alles sein. Guten Morgen, es ist Samstag, der 27.11. und da unten die Adresse ist das, was das Smartphone mit dem Geotagging eingeblendet hat. Die Nacht war relativ ruhig, man hat ja eh die Fenster zu im Winter, dann stört der Verkehr auch nicht. Und über Nacht ist auch noch ein bisschen Schnee runtergekommen, der rieselt ja bekanntlich leise, im Gegensatz zu Regen. Hier sind wir schon an der Parklocation von der heutigen Geocaching-Runde, ist aber noch nicht unser Übernachtungsplatz von heute. Da fahren wir dann noch wieder woanders hin. Es ist zwar heute alles ein bisschen grau in grau, aber dennoch schafft die Solaranlage immerhin 5 Watt. Viel Sonne oder nicht, Samson ist egal, Hauptsache er kann erstmal wieder Schnee genießen. Aber auch Uta und Jack freuen sich über die weiße Pracht und es wird heute noch ein bisschen mehr dazukommen. So viel sei schon mal verraten. Der Wanderweg ist hier ein bisschen schwer zu erkennen, aber zum Glück ist da unten wieder ein Wanderwegschild. Hier oben bei den Gebäuden taten wir uns ein bisschen schwer, den Weg zu verlassen. Und auch wenn man es hier nicht so gut sieht, da unten ist tatsächlich ein Wanderwegsymbol. Samson hat es auch schon gesehen und stürmt gleich drauf zu. Ja, und das hier ist wieder ein Geocaching-Fund. Ich war vorweggegangen, habe den Cache enttarnt, rausgeholt und Uta dann den Paddling in die Hand gegeben, dass sie uns ins Logbuch einträgt. Und anschließend habe ich ihr überlassen, den Cache wieder zu verstecken. Quasi unter unserer Aufsicht hier. Inzwischen hat es mal wieder ein bisschen angefangen zu schneien. Das war immer so ein Mal schneit es, dann wieder nicht, dann hat es wieder geschneit. Hier haben wir ein bisschen Schutz gefunden und haben auch den geschützten Cache hier gut finden können. Dafür musste man allerdings auf die Sitzbank. Das ist wieder was für Jack. Da ist er mit dabei, über Tisch und Bank. In diesem Fall nur über die Bank. Warum sind Burgen eigentlich immer so weit oben? Ja, ich weiß, wegen strategischem Vorteil und wegen Überblick. Tollen Aussicht. Aber da vorne sieht man die Burg schon. Ist ja cool. Nicht mehr entdecken, ne? Ich hab echt keinen Bock auf Leine. Wenn das so hinterlaufen ist, wie wir hier und da, kommt er noch wieder. Na und die Jungs wieder vorne weg. Sie stürmen als erstes die Burg. Und wir trotteln dann hinterher. Ich bin dann gleich den Burgfried rauf und Jack ist mir gleich hinterhergelaufen. Das fand er toll. Vorsicht, Jack, könnte glatt sein. Alles gut gegangen. Samson hingegen ist unten geblieben in der Hoffnung, es könnte im wahrsten Sinne des Wortes für ihn was abfallen. Naja, oder runterfallen. Na, und so ein Zufall, das tut es dann sogar.
Kaum von der Burg runter, finden wir auch schon wieder einen Geocache. Jack wird zufällig neben einem Cache angebunden und findet den dann sogar. Und inzwischen schneit es dann mal wieder etwas länger und etwas doller. Der Schnee hinterlässt seine Spuren in der Landschaft und auch an uns. Das war dann die Burgberg Geocaching Runde. Wir haben nicht ganz 11 Kilometer, etwas über 5 Stunden und doch erstaunliche 688 Höhenmeter zurückgelegt. Jetzt geht's dann zum Übernachtungsplatz. Dort gibt's dann erstmal Raclette. Dann ging's mit den Jungs noch vor die Schiebetür und ich sag an dieser Stelle schon mal gute Nacht. Guten Morgen, ist der 28.11. und wir hatten eine ruhige und erholsame Nacht. So ruhig und erholsam, dass ich die Kamera zu früh aufs Dach von Camper Arno gestellt habe und damit eigentlich nicht den Sonnenaufgang, sondern eher das bläuliche Morgengrauen aufgenommen habe. Also neuer Versuch und tatsächlich, da ist der Sonnenaufgang. Daran zu erkennen, dass das Grau, bevor es wieder grau wird, rötlich grau ist. Tolles Wetter heute. Hier dann nochmal die bläulich-gräuliche Aussicht von unserem Übernachtungsplatz. Und im hellbläulichen Grau geht's dann los auf die heutige Geocaching-Runde. Und zwar über den Waffenplatz Herisau-Gossau. Bestimmt habe ich die beiden Aus falsch betont. So richtig bunt und grün will's heute irgendwie nicht werden an diesem grauen Tag. Hey, jetzt wird's ja doch noch ein bisschen bunt. Woran erinnert mich das bloß? Woran nur? Ich komme nicht drauf. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Hey, Samson, Stimmung! Hey, Samson? Weil es so schön war, nochmal? Oh, nicht so lecker? Sorry, ich glaube, das war der mit Handcreme-Geschmack. Entschuldigung. Woran erinnert mich das hier nur? Irgendwie war da, glaube ich, gestern schon was Ähnliches. Ich habe da irgendwie so ein Schnee-Javu. Wie das Härchen, so der Hund. Na Samson, so kommst du mir aber nicht zu Camper Arno rein. Du machst ja alles nass. Da musst du was tun. Für einen ähnlichen Effekt musste ich erst mein Fell, also sprich die Jacke, ausziehen und diese dann ausschütteln. Das macht Samson noch wesentlich eleganter als ich. Uta öffnet die Tür von Camper Arno einen Spalt, um mich daran zu erinnern, dass wir noch einen Termin haben. Ach ja, da war ja noch was. Und so sind wir wieder in Sommary, nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten Mal, wieder auf dem grünen Kunstrasen in der Halle. V
Vor einigen Wochen waren wir schon zum Ringtraining bei Kevin. Der hat diesmal noch eine Trainerin aus Schweden eingeflogen. Die wollten wir dann unbedingt auch nochmal erleben und ein paar Tipps und Tricks von ihr erfahren. Und so waren wir heute schon wieder beim Ringtraining zum Abschluss der Saison sozusagen und zum Verfestigen des bisher Gelernten. Ja, das war dann eigentlich auch schon wieder das Wochenende. Jetzt ging es noch nach Hause, etwas über anderthalb Stunden, ungefähr 150 Kilometer. Und unterwegs haben wir nochmal entsorgt an der gleichen Stelle, wo wir am Freitag versorgt haben. Wir sagen danke fürs Gucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!